So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei God of War Ragnarök. Weiter geht's. Wir sind hier noch stehen geblieben, wo alles schön geworden ist. Wir sind live Let's Play auf Twitch, gestern auf YouTube nachträglich hochgeladen. Fragen im Chat lese ich vor, dass ihr wisst, was gefragt wurde, wenn ihr es auf YouTube als LP-Format guckt. So, weiter hier. Jetzt auf einmal ist alles schön, herrlich. Habe ich eigentlich genug XP gesammelt jetzt noch für irgendwas? 6859. Ich tendiere aber tatsächlich den Zorn weiter auszubauen. Ja? Weiß nicht, das. Also, wenn ich ihn noch 1200 plus minus kriege, dann machen wir das. Machen wir zuerst mal den Zorn voll. Der ist sicher gut. Ja. Nur noch 1100. Ja, erzähl ein bisschen was. Nö, sie rennen rum. Da renne ich auch. Ja, aber es ist viel schöner als in der letzten Folge. Richtig gut. Nicht mehr so düster. Sind die Kackpflanzen immer noch so aggressiv, oder? Ist wieder gut? Nichts ausrichten, ohne die Mutter zu zerstören. Ein großes, knolliges Ding, nicht zu übersehen. Tja, das ist die Antwort auf meine Frage. Die meisten Pflanzen sind immer noch aggressiv. Was ist das? Das weiß ich nicht. Aber es ist definitiv von Riesen gemacht. Hier sind zwei Wölfe zu sehen. Vielleicht eine Verbindung zu unseren Freunden am Himmel. Dieses Geheimnis muss noch warten. Aber das ist was. Also wir haben hier was entdeckt. Ich darf das bloß nicht vergessen. Hüpf, hüpf. Nehmen wir noch mit. Hä? Liegt das oben jetzt? Ja, hier liegt ein Hacksilber. Aber Hacksilber ist wertvoll, weil wir eben jetzt auch schon Sachen kaufen können mit Hacksilber. Wir müssen jetzt einfach zurück zu ihrem Bruder. Alles klar. Kurz ein Siegerfahrung gegen. Meine Siegel können ihre Schilde durchbrechen. Sie Weiß. Sind jetzt schutzlos. Alter! Habe ich sie halbiert mit dem Schildschlag? What the? Okay. Wie viel brauche ich eigentlich noch hier? Nein, nicht den hier. Okay. Vorwärts und dann Angriff. Also den hier, dann. Quatsch. Vorne. Gegner
Gegner, linke Seite! Gegeneinander noch Lebenspunkte gedroppt. Hi. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte schon rüberspringen. Ja, und wo geht's jetzt weiter? Da hinten. Hier unten. Und da. Da geht's weiter. Aber könnte es sein, dass... Ja, ich glaube, wir haben alles gut. Das hätte ich sonst gesehen. Es ist so viel passiert, seit ich Freyr zum letzten Mal sah. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was willst du von ihm? Eine Entschuldigung wäre ein Anfang. Ich will ihm vergeben. Er hat sich hoffentlich geändert. Er ist alles, was mir bleibt. Hast du dich je bei Deimos entschuldigt? Vergebung zu suchen ist schwer, wenn man sich unwürdig fühlt. Okay. Wie kommen wir jetzt hinüber? Setzen Sie mehrere Siegel ein, um Elemente zu verbinden und schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Sie werden größer und leuchten heller, wenn sie miteinander verbunden sind. Meine Siegelpfeile müssten das Feuer über den Fluss bis zum Gestrüpp tragen. Entschuldigung, wie funktioniert das? Platzieren Sie Siegel auf Flussobjekte und Dornenranken. Sie sind größer und heller, wenn sie verbunden sind. Aha, ja, warte, jetzt hat's ne. Jetzt ist ne. Huh!
Okay, anzünden sollte man es nicht. Kann es sein, dass es vielleicht das Symbol da ist? Ist das damit gemeint ist? Wie zum Geil springe ich denn da hin? Check's nicht. Ja, erklärt's mir gerne, Chat. Ansonsten sitze ich hier noch zu lange. Anzünden. Vergebung kann mächtig sein. Ach so. Meine Frau Faye hat mich das gelehrt. Sei froh, dass du eine Ehepartnerin hast, an die du dich gerne erinnerst. Ich dachte, es ist eine Fläche, wo ich dann drüber laufen kann. So viel dazu. Aber warte mal schnell. Aber warum steht das denn in der Beschreibung nicht drin? Also das steht, baue eine Verbindung auf und zünde es dann an. Das checke ich nicht. Also, je mehr Verbindungen aufgebaut werden, ja toll, danke dafür. Aber es steht, also vielleicht in der Dings am Anfang, aber ich habe nicht gecheckt, dass ich das anzünden muss. Ich dachte, das sei jetzt eine komplett neue Mechanik, man. Hat sie gesagt? Ja, habe ich nicht gehört. Er war rausgeblendet. Gegner von links! Das Irrlicht! Es erzeugt weitere! Ja, ja, eine Verbindung aufbauen von dem, was ich anzünden will. Das habe ich nachhinein drin aufgecheckt. Jetzt gehen wir das besser erklären können. Also in dem Tipp, der halt hier unten stand, hätte ich mir halt noch gewünscht, dass noch dabei steht, dass man es dann anzünden muss. Das hätte mir schon gereicht. Man findet es schon raus, aber es ist ein bisschen sehr viel Zeit, die eigentlich verplempert. Deswegen habe ich gesagt, erklärt es mir gleich. Was mein Vater mich jemals gelehrt hat, ist, dass eine Seele endlos tief in der Dunkelheit versinken kann. Lockte mich in die Ehe, um mein Heim zu schützen, und nahm es ich dann doch. Zerstreute mein Volk in alle Winde.
Vielleicht ist es Zeit, eine Grenze zu ziehen. Vielleicht ist es Zeit, Groas Prophezeiung in Erfüllung gehen zu lassen. Ich wünsche mir keinen Krieg, Freya. Kriege sind furchtbar, Kratos. Aber manche Dinge sind sogar noch schlimmer. Weißt du, wenn Atreus zu Ragnarök eilt, wirst du ihn nicht aufhalten können. Oh doch. Und wenn du scheiterst? Ich habe ihn gelehrt, ohne mich zu überleben. Wenn er muss. Mach's trotzdem auf. Pass auf die Pflanzen auf. Also Chat, verstehe mich nicht falsch, ne? Das Spiel ist Hammer. Ich verstehe. Ja, ist absolut geil. Gar keine Diskussion. Aber an dem Punkt hätte ich mir da ein bisschen mehr Erklärung gewünscht. Aber man kommt auch ohne perfekte Erklärung drauf, schlussendlich, das ist schon gut. Schöne Kiste, die ich haben will. War ich hier schon mal? Wir haben nicht die Ausrüstung dafür. Ja, ich wollte aber nur hören, wie du das sagst. Okay, so funktioniert das nicht. Eigentlich wurde es beim Bosskampf gezeigt. Also das hier wurde ja schon beim Bosskampf gezeigt, das habe ich schon gecheckt. Aber das, was ich erwartet hatte in der Phase vorher, ist, dass ich jetzt eine neue Mechanik lerne mit diesen Dings und nicht eine erweiterte Mechanik von dem. Aber jetzt gehe ich kein Risiko ein. Du solltest schnell überlegen, wenn du nicht willst, dass jemand für dich entscheidet. Okay, weiß ich, worum es zu war. Okay, wir sind wieder da. Das ist eigentlich eine ganz coole Höhle, die sie hier haben. Bereit? So bereit es nur geht. Also, mal rede mit deinem Bruder. Na? Bist es wirklich? Du bist endlich wieder bei uns. Ja. Feiern wir. Du holst dir den Thron. Wir fangen neu an. Du und ich gegen die Welt. Ja? Genau so wie früher. Ich werde nicht bleiben. Ich verstehe nicht. Du bist hier. Zusammen könnten wir uns vielleicht alles zurückholen. Ich habe das Meine gerade zurückbekommen. Ich habe noch viel zu tun. Du hast gesehen, was von der Welt übrig ist, ja? Bedeuten wir dir denn wirklich so wenig? Du was? Zweifelst an meiner Loyalität? Warnerheim ließ mich damals im Stich. Ach, führen wir wirklich immer noch diesen alten Streit? Es war meine Pflicht, so viele unserer Leute zu retten wie möglich. Meine Verantwortung. Eine, die du damals nicht ernst nahmst. Und wie es aussieht, heute auch nicht. Glaubst du, das ist ein Spiel für mich? Ja. Wir haben alles an diesen Wahnsinnigen verloren, den du Ehemann nanntest. Die Familie des Mannes zündete mich an! Wie sollte ich deiner Meinung nach bitte reagieren? Wie mein Bruder! Wie der Junge, der mir immer den Rücken freigehalten hat.
und den ich immer unterstützt habe, wie egoistisch er auch war. Ich hatte erwartet, dass du zu mir kommst. Dass egal wie verletzt oder wütend, du mich nicht im Stich lässt, als ich dich so sehr brauchte. Freya, bitte. Ich dachte, du wärst tot. Ich musste ein Leben lang mit meinen letzten bösen Worten zu dir leben. Hast du eine Ahnung, wie das ist? Zu wissen, dass dein Egoismus die wichtigste Person in deinem Leben verletzt hat. Im Stich gelassen. Oh, Freya. Ich trauerte um dich. Ich hab dich so vermisst. Und ich dich irgendwie. Aber ich werde mich nicht an eine andere Welt binden, wenn ich endlich frei bin. Doch ich schicke Hilfe. Und ich komme zurück. Versprochen. Ist schon lange nicht mehr dein Zuhause, oder? Tu, was du tun musst. Na gut, das reicht jetzt. Habt ihr alle nichts Besseres zu tun, als Familienangelegenheiten anzugaffen? Na los, ihr zwei. Du nicht. Ich hab ein paar Dinge mit euch zu klären. Erstens, holt euren Ersatzkopf ab. Zweitens, ist das da Siegelmagie an deinem Bogen? Die Idee werde ich wohl klauen. Wie wär's dafür mit ein bisschen Schallzauberei als kleine Gegenleistung? Also gut. Jetzt kriegt sie beides. Und drittens, wenn ihr nicht hierbleiben wollt, sollte ich wohl erwähnen, dass Sindri und ich zufällig eine Absteige für arbeitslose Götter betreiben. Wenn ihr also fertig seid, euch in Midgard den Hintern abzufrieren, kommt vielleicht mal mit Barty da euren alten Kumpel Tyr besuchen. Das ist sehr freundlich, Brock. Vielleicht mache ich das. Also gut, wir treffen uns dann beim Haus. Es sei denn, ich soll erst noch irgendwas reparieren. Geh bloß nicht ohne mich. Mein Werk hier ist getan. Na schön, willst du unsere neuen Freunde treffen oder gehen wir? Was schon? Was stehst du da in der Gegend rum? Unheimlich. So. Wir hatten doch noch Gegenstände. Oh, Moment. Wenn ich frage, wie kommt ein Springer dazu? Was gibt's? Also, ich bin das Flussdelta so oft rauf und runter gefahren. Als Odins Armee in die Stadt kam, war ich schneller weg als ein Tatzelwurm mit brennendem Schwanz. Ich war so geschockt, dass ich ein paar unersetzliche Dinge dort ließ. Was für unersetzliche Dinge? Also, eigentlich nur eins. Eine Kugel. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr sie findet. Was ist das? Und wenn ihr auf eins meiner alten, wunderbar verrosteten Rüstungsteile stoßt, dann bastle ich aus den Trümmern etwas ganz Besonderes für euch. Was ist das für eine Kugel? Bringt sie einfach her und ich werde vor Glück jauchzen. Und denkt dran, nach meiner alten Rüstung Ausschau zu halten. Ich repariere sie für euch. Kostenlos. Was glaubst du, nach was für einer Art Kugel wir überhaupt suchen? Ich weiß es nicht. Erzähl mir von eurer Hündin.
eine Liebeskuh, eine, sie ist vermutlich der Bluthund der Zuchtfarm nördlich von hier. Was? Wir haben ihm alle gesagt, so, wir graden natürlich, was haben wir hier? Rausflamme, Frostflamme. Also mit der Rausflamme graden wir zuerst mal den hier ab. Die Rausklinge. Und dann haben wir den noch drauf. Nach all der Zeit ist sie immer noch wunderschön. Ja, ja. A beauty. Eine weitere Frostflamme. Irgendwie hinke ich immer mit der Rausklinge 1 hinterher. Also das ist herstellbar. Betäubangriffe gegen den gewähren eine Gabe der Stärke. Also betäubte Angriffe gegen, ja. Wirbelchaos und Ausweichglut, Ausweichangriffe verursachen mehr Schaden und Brandschaden. Das ist eigentlich gar nicht mal so bad. Also wahnsinnig warm bin ich ja noch nicht damit. Das ist das gleiche. Füge eine Schmetterwelle. Jetzt gucken, was die Schmetterwelle. Kurz schauen, was die Schmetterwelle nochmal war. Ich war da nochmal die Schmetterwelle. War das dieser Rennen und dann. Nein. Keine Ahnung. Jetzt ist einfach mal. Nö. Halt sie beim Sprinten gedrückt, um schnell Frostwache zu aktivieren. Das muss ich einfach kaufen. Ich arbeite so gerne mit der Frostaxt. Was haben wir hier? Ein schwerer Angriff, der aus Abschluss nach einer Combo aus leichten Angriffen ausgeführt ist. Aha. Frostschaden. Nee, das sehe ich alles nicht. Und den Rest wollte ich eh aufsparen. Sweet. Na, wir haben ja eigentlich noch eine Nebenmission, die wir noch machen könnten, oder? Der Pfad. Die geheimnisvolle Kugel. Gehen wir mal der Kugel nach. Manu, komm, Kugel, Kugel. Fragen wir ihn? Sei nicht frech. Um Hilfe bitten ist frech? Pegwir, Liebster, konzentrier dich auf die Arbeit. Du musst das fester weben. Euer Bündnis ist ungewöhnlich. Ich glaube, Kratos möchte damit sagen, er hat Licht- und Dunkelalben noch nie zusammenarbeiten sehen. Ein willkommener Anblick. Eines Tages hoffentlich kein seltener mehr. Mimir sagt, du bist so etwas wie ein Abenteurer. Falls dich dein Weg jemals in die verbotenen Sande in Alfheim führt. Umstrittenes Gebiet, jenseits des Ödlands. Es gibt Gerüchte über ein Heiligtum und Artefakte, die die Ältesten geheim halten wollen. Alles, was Licht in unsere Geschichte bringt, würde Alfheim zugutekommen. Licht in die Geschichte bringen? Klingt wie ein Abenteuer nach meinem Geschmack. Das Wissen um die gemeinsamen Vorfahren der Alben brachte uns zusammen. Geschichten über Alfheim vor der Trennung von Licht und Dunkel. Ein großes Tabu. Das hielt dich nicht davon ab, sie herumzuerzählen. Weshalb du im Gefängnis landetest. Und dort lernten wir uns kennen. Zuerst als Feinde, doch wir flohen als Freunde. Mehr als Freunde. Das reicht jetzt. Schon gut. Viel Glück da draußen. Darf ich dich fragen, ob dir Alvaim fehlt? Du meinst, ob mir das Licht fehlt? Ja. Die Wahrheit? Ich spüre immer noch seine Anziehung. Wenn man ihm nahe ist, will man nichts anderes. Und wenn man ihm fern ist, zählt man die Stunden, bis man wieder vom Licht kosten kann. Andererseits bereitet das Licht kein gutes Essen zu. Es spielt keine Musik, erzählt einem Witze oder zeigt einem neue Perspektiven. Es lässt einen auf der Stelle treten. Je weiter ich davon entfernt bin, desto mehr erkenne ich, was es wirklich ist. Und ich brauche es nicht mehr.
Ich schätze deine Offenheit. Es ist eine Sucht nach Macht. Und fragt mich auch jemand, ob mir das Licht fehlt? Sicher. Wie unhöflich von mir. Nimm's mir nicht übel, meine Liebe. Du bist sonst auch nicht sehr gesprächig. Ich werde reden. Von Geburt an lernen wir. Okay, also hier kommen wir noch nicht durch. Aber es gibt auch noch eine andere Stelle, wo wir durchkehren. Ich habe Mimir wieder dabei, das heißt, wir können das jetzt entziffern, was beim letzten Mal noch nicht ging. Ich bin mehr als der Stock. Mehr als eine Soldatin. Lichtalben, Dunkelalben, alle Alben sind gleich. Hirnlos wie Motten, geblendet durch ihr Licht. Ja, ist fertig, geh aber jetzt. Ich blickte in die Schatten. Und dort fand ich mein Volk. Meine Heimat. So. Mehr habe ich nicht zu sagen. Du kannst jetzt gehen. Vielen Dank dafür. Erinnert mich an ein Lied aus Vanaheim, das ich einst hörte. Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier hin müssen. Hast du etwas? Wir können denselben Weg wie zuvor nehmen. Ja, ich bin mir gerade am überlegen, wo wir durch müssen. Also wenn ich hier runter will, muss ich eh hier hin, ne? Also gut. Fertig umgesehen, Kratos? Ja. Ich erinnere mich, wo ein Tor sein müsste. Folge mir. Ihr scheint ja gut miteinander auszukommen seit eurer Mission. Darf ich hoffen, dass diese Allianz doch von längerer Dauer ist? Wir haben wohl einen gemeinsamen Feind, Kratos. Vielleicht glaubst du nicht, dass Ragnarök unabwendbar ist. Aber du bist klug genug, um Odin als Bedrohung zu sehen. Egal was kommt, wir überleben am ehesten, wenn wir zusammenarbeiten. Stimmst du mir zu? Das tue ich. Und was Brocks Angebot angeht. Du kannst dir vorstellen, mit deinen früheren Feinden unter einem Dach zu leben? Verlockt dich das nicht mehr zu fürchterlicher Rache? Nicht an euch. Keinem von euch. Ihr habt mein Wort. Freya schließt sich Kratos an. Durch Freyas Bündnis werden neue Kampfausrüstungen und eine einzigartige Fähigkeitsbaum freigeschaltet. Ihre Schall- und Siegelpfeile öffnen neue Möglichkeiten in Schlachten und Rätseln. Okay. So, jetzt können wir hier wechseln zu ihr. Beschwörung. Rüstung. Freya. Okay, ja, okay. Feinde an Ort und Stelle binden. Statusschaden. Nehmt ihre Valkyrieform an, um Gegner auszuschlitzen. Das finde ich geil. Okay, sie kämpft aggressiver. Pfeilhagel. So, dann schnell Ausrüstung. Was hat sie für Möglichkeiten? Ja, das ist alles ist egal, ne? Okay. Da muss ich mich kurz einblenden, dass ihr mitlesen könnt. Ah, das ist Runenpfahl, das ist das gleiche, was unser Kleiner auch hat. Für eine, das ist ein Runenpfahl. Wenn wir vorher God of War gespielt haben, um Ragnarök zu spielen? Theoretisch nicht, aber rein vom, also es ist eigentlich viel geiler, wenn du es machst. Weil du dann die ganze Story erfährst. Ich empfehle es schon. Und auch der normale God of War Teil ist mega geil. Wir machen hier einfach... Oh. Und
den hier rein. Okay, gut. Catch dich doch gerade mehr als gedacht. Also ich empfehle sehr, sehr den ersten Teil zu spielen, weil auch da die Story super geil ist. Total viel Spaß macht. So, warte kurz. Nicht mehr folgen. Bewegung ist oben. Kann ich es markieren? Wie markiere ich das? Ob es vielleicht sinnvoll ist, zuerst kurz das Portal aufzumachen, ne? Was beides für PC gibt. God of War, das normale mittlerweile ja. Da kannst du sogar meinen Werbepartner nutzen, Ausrufezeichen Games Planet. Die haben da auch den ersten Teil. Dieses Schloss ist anders als die, die du kennst. Du brauchst dafür einen Zauber für deinen Meißel. Da kannst du es am PC spielen, aber die Ragnarök ist aktuell noch PS-exklusiv. Ja, hallo. Für die YouTube-Fraktion Games Planet, das ist verlinkt in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch sagt, okay, jetzt habe ich Ragnarök so viel zugeguckt, zu den ersten Teil aufspielen. Okay, ja, und wie findest du das? Los, meißle den Buchstaben. Sina. Es ist eine Zauberformel. Ich spreche sie. Sina. Wunderbar. Zusammenzuarbeiten öffnet bereits Türen für uns. Ach, macht er immer solche Wortspiele? Das heißt, wir können die jetzt öffnen. Da haben wir 2, 3, 4. Weiß nicht wie viele. Mehr von diesen Ranken. Weißt du noch, was zu tun ist? Ein umgestürzter Baumstamm im Fluss. Da ist etwas drauf, das ich nicht kenne. Nein, ich habe zu früh gewechselt. So. Das war Klick. Es stimmt also? Tier ist wirklich am Leben? Ja! Nicht ganz in Topform, er schläft jetzt in einer Besenkammer, aber er wird schon wieder. Wie hast du ihn gefunden? Größtenteils dadurch, dass Atreus Zugriff auf die Prophezeiungen erlangt hat, die den Riesen vorbehalten waren. Wir haben selbst erst davon erfahren, als Thor und Odin kamen. Zu deinem Haus? Steht es noch? Gerade so. Aber die ganze Gewalt war wohl nur zur Ablenkung, damit Odin allein mit Atreus sprechen konnte. Odin war allein mit deinem Sohn? Weißt du, worüber sie sprachen? Ja. Odin hat ihn nach Asgard eingeladen, um ihm zu helfen, Antworten zu finden. Die Antworten, für die er sich ins Schicksal stürmt. Das ist beunruhigend. Mhm. Also, wenn du bereit bist, mit ihm zu sprechen, das mystische Tor liegt vor uns. Falls nicht, könntest du mir bei ein paar unerledigten Dingen flussaufwärts helfen. Oder wir untersuchen das Alpenheiligtum in der Wüste Alfheims. Um uns weiter umzusehen, müssen wir den Stamm aus dem Fluss entfernen. Danke. Ja, jetzt haben wir so ein paar Sachen offen. Gut, wir können jetzt den Fluss erkunden. Und vielleicht alte Missstände beheben. Was ist das? Das Wappen von Skirtnir. Leider nicht so schlau, wie er dachte. Nebenquestzeit, ja. Ist gar nicht so schlecht. Auch um XP zu kriegen und so.
Ich aktiviere es trotzdem schnell. Ich will aber noch nicht durch. Erster Teil ist gekauft für den PC. Über mein Link. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß dabei. So, ich wollte ihn nur schnell aufmachen. Dann lassen wir den mal weg und wir gehen. Wo muss ich denn hin? Hier muss ich hin. Dahin. Mystisches Tor, südlich. Mystisches Tor, hier. Aber wie komme ich denn runter? Können wir hier links durch? Wahrscheinlich schon. Okay. Oh ja, das nehme ich mit. Mega gut. Ein Tank, also, Vorteil 2, Abwehr, dauerhaft um 2. Cool. Was hast du noch zu erledigen? Ich habe etwas zurückgelassen, bei den Fällen. Wo du geheiratet hast? Warum willst du dorthin zurückkehren? Um von den Fesseln meiner Ehe frei zu sein. Und von Asgard. Ich glaube, das bist du schon seit langem. Nicht völlig. Nicht genug. Führe uns. Ja, das machen wir auch noch, aber hallo. Oh, jetzt kriegen wir Quests rein. Ich weiß nicht, wo ich an Land kann und wo nicht. Und mein Sohnemann ist in Sicherheit. Doch, wir sind hier auf dem richtigen Weg, so. Okay. Wie schön die Umgebung hier einfach ist. Mein Volk besiedelte diesen Fluss vor sehr langer Zeit. Tausende pilgerten auf ihm zum Schrein der Verehrung. Doch dann kamen die Asen. Das ist alles, was blieb. Dann kann ich hier an Land den Raben killen. Die machen böse Bum Bum. Die Feuerschale. Vielleicht kann sie mit den Ranken helfen. Sehr schön. Dankeschön für den Prime. Wo habe ich Pet Danke gesagt für den Sub? Pet Danke für den Sub, falls du noch da bist. Vielen, vielen lieben Dank. Entschuldigung, dass ich erst zu spät reagiert habe. Dankeschön, Mann. Wo ist der? Der? Ah, da ist er. Wir müssen diesen Weg zum Schweigen bringen.
Das sind zwei. Mir fällt gerade ein, dass ich die Rage noch verbessern kann. Das hat ordentlich was gekostet, aber eine hey. Zugbrücke. Wir müssen sie runterlassen. Ja, bis zuerst will ich noch alle XP und alles mitnehmen hier. Was erfahren? Okay. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ne? Irgendwie nicht. Da hängt irgendetwas vom Baum über uns her. Ah, die Fackel entzündet sich automatisch, indem das da rechts was ist. Ach so. Das hat wohl geklappt. Ah, ja. Also hat geklappt. Ja, so, okay, komm. Ah, ja.
Ja, Chat, ich habe die Fackel nicht gesehen. Entspannt bleiben. Geschmeidig bleiben. Ganz wichtig. Hohe Glückschance auf einen Gesundheitsschub bei jedem erfolgreichen Treffer mit der Schlangenschlinge-Fähigkeit. Klar, die Schlangenschlingenfähigkeit, Schlangenschlingenfähigkeit hier. Im Kampf einsetzen, um die Stufe zu erhöhen. Halten Sie R2 gedrückt, um einen brutalen Angriff umzuwerfen, massiven Schaden anzurichten. Klar, genau, die Schlangenschlingenfähigkeit. Ich hab natürlich alles im Kopf, weiß genau wie was heißt, ne? Bin ja mega stark mit Namen, das weiß man von mir. Schieß entspannt auf die Fackel. Nein, ja, ihr müsst euch entspannen, Mann! Jetzt stehen da gleich im Chat drin, Nexus, entspann dich mal. Hui! Hui! Nein, Mann! Okay. Er kann explodieren! Nice. Warum immer so aggressiv, Nexus? Beruhige dich, Husa. Ja. Ihr mich auch. Also. Bin nicht so, weiß nicht, die Fähigkeit, ich werde mit der nicht so warm. Ist irgendwie nicht so meine. Ich glaube, den Rageschub finde ich besser. Ich glaube, damit fahre ich. Das ist mehr meins. So. Das hier gemacht. Jetzt gucken wir hier. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir direkt mal zu der Quest hingehen. Weil ansonsten bin ich hier, ich trödel hier sonst noch ewig rum. Was haben wir hier? Also das haben wir jetzt entdeckt. Dann haben wir hier noch einen Pfad. Könnten wir hier noch runter. Das ist der fehlende Frieden. Aber wir holen zuerst die Liebeskugeln da. Die Kugel meine ich, Entschuldigung. War nicht versprochen. Gehen wir hin. Freya, dein Bruder sagte da etwas. Die Asen haben ihn verbrannt. Ja. Wir waren noch nicht im Krieg, aber die Vanen und die Asen pflegten eine lange Feindschaft. Freyr dachte, er könnte die Beziehungen verbessern, wenn er unsere Magie mit ihnen teilt. Vanentechniken für reiche Ernten, genug um die ganze Bevölkerung zu ernähren. Als Dank dafür zündeten sie ihn an. Es stimmt. Die Asen waren zu undiszipliniert und ungeduldig für feinsinnige Warnzaubersprüche. Als also alles schief lief, schoben sie ihrem Lehrer die Schuld zu. Also war Freyr ein Gast, als Odin ihn verbrannte? Nicht ganz. Odin sperrte Freyr nur zu gern ein. Er sah das Potenzial der Magie und wollte mehr wissen, als nur, wie man Ernteerträge steigert. Und hier machen wir erstmal Schluss. Oh, hi. Das Tor schnell auf. Wenn du wie viel Ding levelst, kannst du Hälfte HP abziehen, Nex. Auf Stufe 1 nicht so effektiv. Ich fühle ihn nicht. Ich fühle ihn einfach nicht. Auch auf Stufe 1 nicht oder nicht höher. Nicht so meins. Deswegen wechseln wir ihn. Hat jeder so seine Spielart. Meine funktioniert einfach anders. Kugel gefunden? Was darf sein? Das Familienwappen. 35.000. Die nehme ich.
Genau. Was haben wir hier? Set-Bonus. Erhöht Kratos Nahkampfschaden gegen Gegner mit Statusbefall, basierend auf seinem Glück. Erhöht Kratos Nahkampf. Schaden, wenn seine Gesundheit über 75% liegt, basierend auf seiner Abwehr. Aus kann's losgehen. Und etwas für Freya? Suchst du was Bestimmtes? Ups, missklickt. Gehen wir's an. Jetzt haben wir der Rüstung. Was haben wir hier? Lundas verlorene Kürass. Farbe? Angriff mit bloßen Händen, Paraden und Block haben eine hohe Glückschance, zusätzlich Schaden zu verursachen. Gegen zu vergiften, was deren Kraft verringert. Okay. Nahkampfangriffe vergiftete Ziele verursachen mehr Schaden. Schadenserhöhung 20% oder 40%. Da kann man echt was Cooles rausholen. Farblich nicht unbedingt mein Geschmack, aber hey. Here the same. Machen wir den? Darin wirst du nicht mal einen Kratzer abbekommen. Was Gift noch verursacht? Na, da steht doch, dass sie weniger Schaden machen. Also was die Kraft der Gegner verringert. Ich gehe davon aus, dass sie dann insgesamt weniger Schaden verursachen. Eine Entscheidung getroffen? Moment, ich glaube, da war noch irgendwas. Nö. Ah ja, Zauber, das habe ich gerade eingekauft, wieder vergessen. Was steht da? Wo habe ich es denn? Falls ich das Set... Ah ja, scheiße, ich brauchte das Set, ne? Dann habe ich ja auch nicht hier. Ich brauche halt alle. Nehme ihn jetzt einfach mal rein, auch wenn er nicht wirkt. Das hatte ich nicht gesehen, dass es ja, dass ich alle drei Teile dafür brauche. Aber irgendwo muss ich hier anfangen. Irgendwie komme ich nie zu der Quest. Ne? Es gibt so viel Zeugs, das ihr noch auf dem Weg liegt. Was für eine Hexe. War nicht zuerst mal die hier weg. Bin ich dich los? Oh!
Ja, das wollte ich gar nicht. Noch einer mehr. Viel besser. Was ist los? Ich starr. Und ihr werdet mir helfen. Natürlich, Gunhild. Doch zu welchem Zweck? Als die Einherja kam, mussten wir uns irgendwie wehren. Mein Vorschlag war, Seydr Mali. Ich verstehe deine Verzweiflung, aber das war töricht. Eindeutig. Ich hatte das Glück, getötet zu werden, bevor mein Geist verdarb. So wie ihre. Ihr müsst sie befreien. Natürlich. Okay. Seydr Mali ist so schonungslos. Aufpassen, da kommen noch mehr! Also wir verfolgen zuerst schnell diese Quest hier. Über dir! Pass auf! So, also, wo sind denn jetzt hier die Symbole? Also einer war außerhalb, das hatte ich gesehen. Die Seelen meiner Freunde sind immer noch verdorben, oder? Ja. Schenkt ihnen die Freiheit des Todes. Ich kurz überlegen. Ich gehe zuerst mal hier hoch und aktiviere die anderen. Muss ich mir die Symbole merken, ne? Sind drei drin? Natürlich sind drei drin. Ein Rüstungsteil, das Lunda gehört. Leider beschädigt, aber ein schönes Stück. Warum liegt es dann hier? Misstraust du ihr, Bruder? Wenn ihre Kugel so wichtig ist, hätte sie sie nicht zurückgelassen. Kann sein. Aha. Also das ist nicht. Das ist das erste Zeichen. Ja, Zombie, sehr gut. Sehe ich von hier oben eigentlich senden. Warte mal. Ich frage mich, wie wir da hochkommen. Geht nicht. Nicht, wenn die Ranken im Weg sind. Bis dahin? Ja, okay. Ja.
Nice. Das hat wohl geklappt. Ah, wenn ich die kaputt mache, dann spawnt das direkt an der Stelle, wo ich bin. Auch nicht schlecht. Mal ganz kurz gucken, was wir hier hinten noch hatten. Da lang müssen Zähler sein. Wir müssen einen anderen Weg finden. Aha, so ist es also. Gehen wir runter. Bitte, bitte beende ihr Leid. Das andere war außerhalb. Muss ich da mit dem Schiff kurz weg? Von der anderen Seite werfen? Das könnte nämlich noch sein. Ich versuche schnell was. Jetzt dürfte es noch ein einziges Symbol sein. Genau. Okay, schön alles erkunden. Und wie ist es, zurück zu sein? Als wäre ich gar nicht zurückgekommen. Alles hat sich verändert. Ich bin hier eine Fremde. Das Gefühl kenne ich. Das Runenwort ist da drüben erschienen. Siehst du? Megin. Jetzt sollten wir an den Hochzeitsort gelangen. Ah, das gehört dazu. Ich mache hier Dinge. Nett, nett, nett. Aber wo ist denn das letzte Dings? Letztes Symbol. Vielleicht irgendwo ein bisschen offensichtlicher hier in der Nähe oder so? Ah. Ach, Kacke. Es waren nur zwei Explosionen.
Es scheint nicht so zu funktionieren. Aber von wo kann ich denn sonst? Von da oben? Habe ich da drüben irgendeine Fläche? Muss ich einfach ganz simpel von oben nach unten? So. So. Die zwei sind verbunden. Nee, das geht auch nicht. Aber da war nichts anders. Nein. Go. Loot für mich. Das muss der letzte sein, ne? Und dann rein. Sehr sweet. Lange sieht diese Welt noch heim. Ja, ja. Also hier. Das Bewusstsein der Toten. Geheimnisvolle Kugel. Ja, aber das müssen wir alles in der nächsten Folge. Oh, warte, ich hätte von oben einfach rüberschlittern können, ne? Die Gelegenheit verpasst. Schade. Wir positionieren uns hier und machen die Nebenquests in der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Ansonsten wird das nichts. Also nicht bei der Folge. Wenn ihr es auf dem Let's Play Channel guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Ich bin gespannt, wie die Nebenquests sind. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.